Liebe Freunde, am auffälligsten manifestiert sich unser Protest gegen Stuttgart 21 jeden Montag in der Montagsraddemo. Die Naturfreunde Radgruppe ins Leben gerufen hat und die bis heute mit weiteren Mitstreitern erfolgreich organisiert. Unser Protest ist aber mehr, wie wir bereits im Sommer 2009 mit anderen Verbänden erklärten, für Fußgänger, Behinderte, Eltern mit Kinderwegen, Rollis, stellt der Tiefbahnhof mit seinem mangelhaften Brandschutz ein unkalkulierbares Risiko dar. Bereits 2009 erklärten wir mit anderen, die Tiefbahnsteige sind nur über Rolltreppen und Aufzüge zugänglich, die bei der Bahn selten funktionieren. Verengte Bahnsteige erschweren das Umsteigen. Mit Stuttgart 21 werden Millionen Euro für ein unnötiges Prestigeprojekt ausgegeben. Im Oktober 2013 hat mir ein OB Kuhn einen langen Fragekatalog gesandt, auf dessen Beantwortung wir bis heute vergebens warten. Stattdessen erhielt mir anlässlich des Radforums im Februar eine Antwort der besonderen Art, die jegliche Illusion über eine bessere Radpolitik unter einem grünen OB in Stuttgart raubte. Dabei blähte sich Herr Kuhn auf wie Popeye aus der Spinatwerbung und beschimpfte die Fragesteller, sie sollen sich doch mit den Fragen an die stellen, die dies beschlossen hätten und nicht an ihn. Und damit war ihm die Beantwortung beendet. Ja, hat Herr Kuhn bei seiner Kandidatur etwa nicht gewusst, dass mit Stuttgart 21 Probleme auf ihn zukommen. Unser Fragenkatalog beschäftigte sich mit Bordsteinabsenkungen auf Radwegen, den katastrophalen Radweg vor dem Hauptbahnhof, die gefährlichen Verhältnisse für Fußgänger und Radfahrer beim Leitnersteg und einige noch mehr. Dabei wäre die vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung des Radverkehrsanteils auf 20% in Stuttgart mehr als notwendig. Schon heute angesichts des beginnenden Klimawandels fordert der Autoverkehr nicht nur in Form von Atemwegserkrankungen sein Tribut. Dies verschärft sich durch die Kessellage und die S21-Bauarbeiten. Stattdessen werden Radfahrer ausgebremst, so unter anderem in der Wolframstraße, durch Kappung des Radweges auf dem Filtern beim Fasanhof und an der Autobahn hindurch. Dafür gibt es eine Zuschauertribüne und eine große Herrenknecht-Werbung. Weiter findet eine Verdrängung der Radfahrer durch Einkaufszentren wie das Milaneo und das Gerber statt. Ebenso durch den Abriss der Stege in Cannstatt, siehe letzte Montagsdemo, durch Schaffung einer unüberwindlichen Schneise für Fußgänger und Radfahrer bei der Verlegung der Haltestelle Staatsgalerie. Sogar um die Verschlechterung des Nahverkehrs werden wir von einem grünen Aufsichtsrat beantwortet. Und zwar, dass er dann gesagt hat, auf den Protesten, dann fahren Sie doch Fahrrad. Also auf so eine Werbung fürs Fahrradfahren können wir verzichten. Im Gegenteil, es ist zu befürchten, dass viele SSB-Kunden verärgert wieder auf das Auto umsteigen werden und damit der Verkehrs- und Umweltprobleme in Stuttgart nur noch weiter verschärfen. Wie S21 dringend benötigte Mittel blockiert, zeigt die Beantwortung einer Landtagsanfrage durch Verkehrsminister Herrmann dieser Tage. Eine Ausweitung der kostenlosen Fahrradmitnahme zu den Sperrzeiten ist nicht möglich, da nicht genügend Kapazitäten vorhanden sind, also Wagenpark. Ein besonders dickes Ei leistete sich die Bahn in Sachen Fahrradmitnahme auf der neuen, in den VVS-Bereich aufgenommenen Strecke Stuttgart-Geisling. Also außerhalb der Sperrzeiten eigentlich eine kostenlose Fahrradmitnahme. Die Bahn hat offenbar einseitig beschlossen, dass dies in den Interregio-Expresszügen nicht gilt.
Sie verlangt auf dieser Strecke eine Fahrradkarte. Ein Fahrgast berichtet uns über eine Kontrolle auf dieser Strecke und den Versuch, ihn zum Verkauf einer Fahrradkarte zu zwingen. Vergeblich. Nach einer Beschwerde entschuldigte sich die VVS für die Bahn. Unser Protest hat eine Anfrage im Landtag bewirkt und die Bahn musste nachgehen. Allerdings sah sie sich außerstande, die Internetseite vor dem Monat Mai zu ändern. Und so werden noch heute Bahnkunden auf dieser Strecke zum Kauf einer Fahrradkarte aufgefordert. Dies ist ein weiterer Schritt, Fahrradkunden aus der Bahn zu verdrängen. Im ICE gibt es bislang keine Fahrradmitnahme und dort, wo es möglich ist, nämlich im ICE, werden die Strecken zugunsten des ICE ausgedünnt. Jetzt sollen offenbar die Radkunden aus dem Interregio Express verdrängt werden. Womöglich geht die Bahn selbst davon aus, dass sie durch den zukünftigen Tiefer Bahnhof nicht mehr so viele Züge durchschleusen kann und Platz in den Zügen braucht. Da müssen halt die Radler als erstes weichen. Doch wir Radler sagen Nein und wir sagen oben bleiben.